Servus, Christian, und herzlich willkommen zu Train Fever, nein, Transport Fever, mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, wie wir hier so vorwärts kommen. Und wir haben ja letzte Folge noch den Zug hier eingerichtet, der hier wunderschön einen Haufen Vieh und einen Haufen Getreide daher fährt, also da wegbringt. Ich habe es mal auch extra auf Pause und hier hinbringt. Und dann sollte er eigentlich, das war ja die Idee, Essen von hier mitnehmen und darauf fahren, ne? Es hat der Klaus ganz zu Recht den Einwand gebracht, der Zug ist suboptimal, weil wenn der darauf fährt, kann der ja Essen nur in den hinteren Güterwägen mitnehmen. Das heißt, wir haben hier einen halbleeren Zug, der nach oben fährt. Und ja, und das nächste ist natürlich, wir müssen das Zeug doch in die Stadt verteilen, weil wir haben hier einen Anschlussbereich, der ist ein bisschen arg klein, da passiert nichts. Bis jetzt. Das heißt, der wird dann nie im Leben Lebensmittel drauf transportieren, weil gar keine Nachfrage da ist. Da müssen wir auch noch dafür sorgen. Und ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich den Zug nicht einfach im Pendelverkehr zwischen den zwei Stationen laufen lasse, dass der nur von die Viecher und das Getreide hier zur Fabrik bringt und dann wieder zurückfährt. Einfach nur hin und her pendelt und wir einen zweiten Zug einsetzen, der hier Lebensmittel drauf fährt. Ich glaube, das macht fast Sinn. Das Geld dafür hätten wir wahrscheinlich auch, aber jetzt bauen wir erst einmal hier oben, bevor der da wieder losfährt, ein kleines Güterdepot hin. Eine kleine LKW-Station sollte eigentlich ausreichend sein, denke ich. Die können wir da mal so herbauen. Dann ist die nämlich hier am Bahnhof mit angeschlossen. Und dann lassen wir die LKWs hier das Essen in die Stadt verteilen. Das ist das Beste, was wir machen können. Also bauen wir hier mal so ein Ding hin. Und dann schauen wir mal, welche von unseren Stationen denn eigentlich die Stadt optimal abdeckt. Eigentlich nicht nur eine, sondern wir brauchen zwei. Und wir brauchen natürlich ein Fahrzeugdepot. Das machen wir auch noch schnell. Ein Depot. Das bauen wir mal gleich. Upsa. Immer die falschen Tasten. Das bauen wir gleich mal da drüben hin. Weil sonst haben wir da nichts davon, gell? Das ist ja das. So, und als erstes machen wir eine neue Linie. Das machen wir wieder auf die altherkömmliche Art. Der soll doch einfach mal das Zeug hier quer durch die Stadt fahren. Nämlich einmal dahin. Und einmal dahin. Und weil er eh schon auf dem Rückweg ist. Ach, der kann eigentlich mal überall halten, oder? Ist ja eigentlich wurscht. Sollen's doch. Wenn's wollen. So, und das ist jetzt die Güterlinie Straßengüter. Gott, wie nennen wir denn das jetzt? Das ist hier Audenheim, ne? Audenheim, nennen wir es einfach Straßengüter Audenheim. Audenhain. Mein Gott. Wer hat sich denn die Namen ausgedacht? So, und da setzen wir so ein paar LKWs auf die Strecke. Oder Pferdefuhrwerke, LKWs haben wir ja immer noch nicht. Da machen wir mal so 5. Ach, machen wir 6. Warum nicht? Und die bringen wir jetzt alle auf die Straßengüter. So, dann läuft das schon mal. Jetzt lassen wir das hier nochmal anlaufen ein bisschen. Und dann gucken wir mal ganz kurz nur, ich möchte nur schauen, ob der Zug überhaupt Lebensmittel mitnimmt. So, lauf mal schneller hier. Und ich hätte eigentlich dann schon gern, dass das da mal alles von der Straße weggeht und wir hier das Zeug loswerden. Ich hätte die Fahrzeuge echt gerne noch hier im Pendelverkehr zwischen Seelze und der Fabrik hier. Aber die müssen es jetzt erstmal schnallen überhaupt. Ja. Weil da, der produziert natürlich noch gar nichts, weil der noch gar nicht schnallt, dass er dann nach oben transportieren kann. Aber es ist eine Erweiterung. Ich meine, es ist gar nichts geplant. Oh, und ein neues Fahrzeug. Ein neues Schiff. Wie cool. Wie cool, ein neues Schiff. Ach doch, ja, schon zwei Lebensmittel drin. Na, immerhin. Und eigentlich hätte ich gern, dass der hier und der Straße verschwindet und alles mit der Eisenbahn macht. Aber ich glaube, da muss ich echt einen Pendelzug hinsetzen, der nur noch hin und her ist, weil dann wird es schneller gehen. So, es hat hier tatsächlich zwei Lebensmittel darauf.
Das ist natürlich auch, ja, da hat der Klaus vollkommen recht, wir müssen dann reinen Lebensmittelzug machen. Weil ich meine, ein halber Zug voll, der immer leer fährt, das tut ja eigentlich der Buchhalterseele weh, ne? Jetzt bin ich zwar kein Buchhalter, Gott sei Dank. Und ich spiele meine Wirtschaftssimulation auch immer so, dass ich keiner bin, das merkt man. So, und jetzt liegt das Brot hier und es will es verteilt werden. Und es sollte eigentlich dann wunderbar funktionieren. Und ich bin der Meinung, wir haben eigentlich genug Geld, dass wir jetzt nochmal kurz Pause machen. Oder wir machen es langsam, das reicht. Nein, sehe ich denn hier, auf welcher Linie du bist? Nee, kann ich nur Linien zuweisen, ne? Dann ändern wir nämlich jetzt die Essen-CLC Audenheim. Das ist nämlich eigentlich nicht mehr Essen-CLC Audenheim. Das machen wir nämlich nur noch. Wir nehmen Audenheim weg. Und lassen den nur noch hier zwischen CLC und CLC Abzweig und Transfer hier hinten fahren. Und setzen den zweiten Zug auf die Strecke. Warum nicht? Damit sich die zwei aber nicht ins Gehege kommen, nutzen wir hier das zweite Gleis am besten. Nehmen wir den mal hier einfach. Wir könnten es eigentlich mal parallel ein bisschen rausziehen. Ja, komm, mach einfach gerade. Das ist nicht gerade, das ist alles möglich, nur nicht gerade. Hallo? Gerade ist eher mal so, ne? So ist mal hier gerade raus, bitte. Vielen Dank. Und jetzt ziehen wir es hier so rüber. Erstmal. Ja, das war jetzt nix. Ei, der Daut, das war ja mal voll daneben gelangt. Voll daneben gelangt. Hä? Machen wir mal das Stückel weg. Ach, Scheibenkleister. Und das da. Da schauen wir, ob wir das Gleis mal richtig hinkriegen. Ah, das war jetzt Banane hier. Ja, jetzt ist die Krümmung zu groß. Ich weiß, weil ich sie voll gar nicht getroffen habe. Ich bin so ein Bauheld manchmal, oder? Das kann man echt nicht mehr anders sagen. Ich würde gerne nur das so machen. Genau, vielen Dank. So, der Zug bringt nichts mehr nach oben. Das ist gut. Dann machen wir das jetzt so. Schön ist anders, ich weiß. Schön ist ganz anders. Und dann bauen wir nämlich eine neue Linie. Die geht von hier nach Danauf und dann sollte er sich nur ums Essen kümmern. Ich glaube, das macht nämlich noch mehr Sinn. Ich glaube, am Anfang reicht ein Zug dicke. Ja, passt doch wunderbar, macht er richtig gut. Massenproduktion. Hey, cool. Lass uns da mal hinhüpfen. Wie schaut denn der jetzt aus, der Betrieb? Boah, fett geworden, aber richtig fett geworden. Ich glaube, so kriegen wir das nie weg. Okay, egal. So, das da ist jetzt dann. Das ist jetzt. Essen, Seelze, Audenhain. Und dann kaufen wir uns hier nämlich auch nochmal einen Zug. Der kriegt hier auch die starke Lok, ganz klar. Ich glaube nämlich, dass sich das rechnet. Und der kriegt jetzt hier einen Güterwagen, der kann Lebensmittel und Waren. Und der offene kann sowas nicht. Und was ist das? Abteilwagen wollen wir nicht. Dann nehmen wir doch von dem hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das packt der. Okay. Man sollte mir nicht zu viel Geld in die Hand drücken, ja. Super, das heißt die andere auch noch so. Die müssen wir umbenamsen, sonst komme ich durcheinander. Das ist Essen-Seelze, das ist Essen. Das ist auch Essen-Seelze eigentlich, ne? Wenn wir es genau betrachten. Hm. So, da kommt er. Ein Zug nur für Lebensmittel. Und ich glaube, mit der Regelung ist uns dann allen geholfen. Der Zug hier, der wird so richtig schön voll. Und eigentlich würde ich gerne jetzt haben, ich kriege den nie weg von der Straße, ne?
Ich krieg den nur weg von der Straße. Auf was wartest denn du jetzt? Wieso wartest du auf freie Strecke? Ach, weil der andere da noch drin steht. Er ist gleich draußen, okay. Dann kommen sich die zwei auch nie wieder ins Gehege, dann passt das. Brauchen wir jetzt kein Signal setzen? Wunderbar. Ja, cool, und dann. Tja, schauen wir mal. Und oh, schau mal, oh. Eigentlich wollte ich es gerade hier, das machen wir jetzt als erstes noch. Und dann müssen wir uns hier um den ÖPNV kümmern. Die Leute stehen ja hier wie blöd. Aber ich möchte hier erstmal, bevor mir die Stadt zu weit wächst, hier zumindest mal ein paar Gleise rausbringen. Eins sollte mal so in die Richtung gehen. Na? Hast du mir jetzt einen Tunnel? Oh nee, das habe ich wieder nicht aufgepasst. Naja, passt schon. Und eins ziehen wir mal hier so hoch. Damit wir irgendwann die Städte da oben vielleicht anbinden können und so. Nur, dass die Stadt, weil die fängt hier an in die Richtung zu wachsen, nicht komplett mir dann den Gleisbau verhaut. Und hier müssen wir wohl aufstocken. Da stehen ja Leute an. Hey, guck mal, wie die Leute hier stehen. Es ist ja verrückt. Und da stehen inzwischen auch schon ganz schön viele. Wie viel warten hier? 13, das geht. Du bist mit 33 voll, du bist mit 12 voll. Also ihr seid so weit weg von euren Maximalkapazitäten. Da schaut alles gut aus, aber Seelze schaut ganz schlimm aus. Wir müssen hier mehr Straßen, mehr Omnibusse auf die Straße bringen. So viele Leute wieder stehen. 5, 6, bringen wir nochmal 6 auf die Straße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Alle Linie zuweisen und zwar der ÖPNV Seelze. Seelze, da habe ich mich verschrieben, der Seelze, ne? Nicht Seelze, okay. So, weil, schau mal, was da Leute rumstehen, die warten alle und die, boah, guck dir das an. Die warten alle auf den Bus, 41 Leute. Denen ist es lieber auf den Bus zu warten, als zu Fuß zu laufen, weil es immer noch schneller geht, trotz dass sie warten müssen. Verrückte Geschichte. So, jetzt schauen wir mal schnell das neue Schiff an. Das da kam ich ja gerne, war ein Passagierschiff. Ne, momentan fahren wir mit der hier. Die fährt 22, der fährt 26. Hä? Der kostet uns 69,5 im Jahr und der 36. Wobei ich glaube, die sind inzwischen schon teurer worden, weil die sind ja auch schon ganz schön alt. Sind ja unsere ersten Fahrzeuge, die wir auf der Strecke hatten. 47, ja, so alt, 35 Jahre. Ey, die sind kurz vorm Absaufen. Wir könnten eigentlich die Schiffe mal austauschen, oder? Vielleicht waren da noch ein paar mehr Leute mit. Vielleicht. Machen wir's? Ja, machen wir, komm. Passschiffe, das da hier austauschen. Und zwar gegen das hier. Okay. Austauschen, ja. Und zwar bei 25%. Das auch sicher ausgetauscht wird. Aber wieder schnell laufen lassen hier. Und bei dem schauen wir uns das jetzt mal an. Machen wir wieder Schiff fahren. Das habe ich aber irgendeinen Typen erwischt und nicht das Schiff. Jetzt habe ich Schiff erwischt. Alles aber auch schon ganz schön alt geworden ist der Kahn hier. Oh, das sieht man immer schon wirklich an. Schau mal. Das Holz schon ganz schäbig. Das finde ich irgendwie klasse, dass das Zeug hier so alt wird. Das schäbige Holz da. Es gibt gleich einen neuen. Jetzt wird es gleich toll. Pass auf. Jetzt haben wir. Boah, ein hochmodernes Schiff. Ja, hört sich aber jetzt nicht an wie eine Schiffshupe, eher wie, sage ich jetzt nicht. Nein, sage ich nicht. So, und das wäre es natürlich noch klasse, wenn wir das hier von der Straße kriegen würden. Wenn die Fabrik hier aufhören würde, die macht es auf 800. Schau mal, die produziert 500. Hör mir auf, hey. Das ist ja verrückt. Wir müssen ja bald schon einen zweiten Zug hier auf die Strecke bringen. Was ist mit dir?
Du hast noch keine Vergrößerung geplant, aber du kriegst es auch immer mehr. Das heißt, du wirst bald planen. Schau mal, was da Brote liegen. Also ich bin ja schwer dafür, ohne Schmarrn, ich bin schwer dafür, dass wir die hier abschaffen. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, würde ich die Linie hier gern anders gestalten. Ich weiß, das war unsere erste, aber irgendwo, schau mal, was da Essen liegt und so, das ist ja nicht mehr lustig. Und hier, die kriegen ja das alle nicht mehr weg hier. Aber ich kann das nicht einfach wegreißen, könnte ich schon, ne? So, und der hier, halt, du hier. Ja. Auch schon gut dabei, ne? Der ist auch schon gut dabei. Fahren wir mal mit ihm. Aber wie er fetzt. Cool, der schafft es locker fröhlich darauf. Oh, und die Folge ist eigentlich auch schon wieder rum. Ja, dann. Aber trotzdem müssen wir noch kurz gucken, wie sich das hier alles einpendelt. Läuft, würde ich sagen. Da haben wir 8 Stück. Ich glaube, da brauchen wir auch noch bald ein Fahrzeug mehr. Die hängen jetzt schon langsam hinter den Trams fest. Trams gibt es aber noch keine schnelleren, oder? Dass wir die mal austauschen könnten noch. Trams? Doch, es gibt die Dampftram. Mit 7 Kapazität und 20. Aber weißt was, dann tauschen wir die jetzt auch noch aus. Ich meine, das ist zwar eine Verlustlinie immer noch, aber die sorgt ja dafür. Stadtbahn Halle. Du bist aber keine elektrische, hoffe ich, oder? Bist du elektrisch? Dann müssen wir elektrifizieren. Elektrische Tram. 27, 20. Nee, dann machen wir das in der nächsten Folge. Da elektrifizieren wir das Ganze und bauen hier unseren Tramverkehr mal aus. Schauen wir mal, was da Leute rumstehen. Wir müssen bald einen dritten Zug hier auf die Strecke bringen. Abgehen tut's. Da schau, die Stadt hat sich hier hinten im Tunnel auch schon hingesetzt und so. Und hier ist unser noch nicht ausgebauter, aber bald kommender Hauptbahnhof. Und da kommt ein Zug. Und mit den Bildern lasse ich euch jetzt noch ein bisschen alleine. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen und ja, das Video auch gerne teilen, wenn ihr wollt. Und ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und Servus.